Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Und Klaus macht jetzt ein Abendgericht. Wir haben gerade schon die Hülle von dem Buchweizen gesehen, den ich gekauft habe. Russischen Buchweizen. Der ist schon dunkel, der ist schon geröstet. Davon fülle ich jetzt 300 Gramm ab. Und diese 300 Gramm, die setze ich mit einem Liter Wasser auf. Und lasse den kochen und ziehe. Und dann setze ich die Hitze runter, 10 Minuten auf Stufe 1, also ganz klein. Und dann mache ich den aus und lasse ihn nochmal 30, 40 Minuten ziehen. Das ist jetzt wieder eine Nachvertonung, weil ich habe den Buchweizen schon gegessen. Und jetzt fülle ich erstmal 2x 500 Gramm Wasser da in den kleinen Topf ein und dann bringe ich das zum Kochen und dann kommt der Buchweizen quasi in das Wasser. Das Wasser wird dann ein bisschen leicht gesalzen. Ob das unbedingt notwendig ist, weiß ich nicht. Ich dachte vielleicht wegen den Mikroben und so. Aber eigentlich werden die sowieso alles abgetötet. Ja, jetzt müssen wir erstmal nachschauen, ob da der richtige ist. Weil wir den schön selten benutzen, den Herd. Ja, jetzt kommt die andere Hälfte mit Wasser dazu. Ja, Buchweizen habe ich zum Andenken an die Frau Galina Schatalova, eine russische Wissenschaftlerin, gekauft und verzehre das jetzt auch. Das ist nicht meine erste Packung, aber das ist das erste Mal, dass ich diesen Dunkel da aus Russland gekauft habe. Von Doc One oder so ähnlich als die Firma. Da bekomme ich also, was habe ich bezahlt? 5 Kilo für 13, 14 Euro und der ist schon geröstet. Aber der kam wohl nicht, weil der geröstet ist und da ist alles abgetötet, nehme ich mal. Jetzt müssen wir erstmal die Packung lesen, was da drauf steht. Weil ich war mir jetzt auch unsicher, ob das da die äußere Schale ist von dem Buchweizen oder ob das jetzt geröstet ist. Weil das sah mehr so nach Schale aus als nach Röstvorgang, weil es so gleichmäßig geröstet ist. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich da irgendeine Maschine haben und das dann industriell da über dem Band laufen lassen, damit die alle gleich aussehen, die Körner. Ja, dann habe ich jetzt noch versucht, diesen gerösteten Weizen zu keimen. Das kommt jetzt auch noch. Der kommt jetzt noch in ein Keimglas. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich probiere das einfach mal aus. Ich weiß ja nicht, wie hoch die das heizt haben. Und ob das irgendwie gestrahlt worden ist, als die Kleine. Ja, ich habe außerdem noch von einer Natur so anderen Buchweizen, den will ich auch gleich benutzen, du Keimen. Und dann habe ich zwei Keimgleiter. Ich habe mir mal nachgeschaut in meinem Keimbuch von der Spezialistin, da von der Silke. Und ja, die hat auch, aber die hat den hellen genommen. Die hat also keinen dunklen, also habe ich jetzt auch den hellen genommen. Ja, Musik ist wieder Sound of Edging und dann zu den Buchweizen, das gibt so einen Riesentopf, sehen wir gleich. Einen großen Topf und da ist er, der ganze Topf quasi voll. Und das ist jetzt die Soße, die ich dazu mache. Eine Tomatensoße mit Pilzen und Zwiebeln. Und das war's auch schon.